Forever and a Day. Der große Dokumentarfilm über die Scorpions zeigt eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt in der Nahaufnahme. Es ist nicht nur für Fans eine spannende Geschichte, sondern auch vielleicht für Menschen, die so gar nicht so den Zugang zu Scorpions und zu unserer Musik haben. Der 100-minütige Film fängt zahlreiche Auftritte der deutschen Hardrocker ein, wie hier in Paris. Forever and a Day blickt auch hinter die Kulissen, da wo die Fans sonst nicht hinkommen. Und gibt intime Einblicke, zum Beispiel in Klaus Meines Eheleben mit seiner Frau Gabi. Den sagt Gabi natürlich auch zu Recht. Jetzt könnten wir was schön unternehmen, jetzt könnten wir dies machen, aber du hast deine Energie da draußen auf der Straße gelassen. Und ich krieg nur die Reste. Und das ist leider auch genauso. 1965 gründet sich die Band in Hannover. Der Anfang ist nicht immer leicht. Ich brauchte Equipment. Und da das alles auch nicht ganz billig war, ist meine Mutter mit mir losgegangen und hat gesagt, okay, dann nehmen wir einen Kredit auf. Die Dreharbeiten zum Dokumentarfilm starten 2011 zur Farewell-Tour der Scorpions. Eigentlich wollten sie sich von der Bühne verabschieden. Drei Jahre begleitet ein Filmteam die Band rund um die Welt. Tourstops unter anderem die USA, Frankreich und Thailand. Ende 2012 dann die Überraschung. Die Scorpions hören doch nicht auf. Weil wir auf einmal auf Airports, wo die Fans kamen mit Tränen in den Augen und mit Blumen, und all, haben wir auf einmal gemerkt, Mensch, was bedeuten wir eigentlich diesen Fans? Während der Dreharbeiten saß noch James Kotek am Schlagzeug der Scorpions. Inzwischen ist er krankheitsbedingt aus der Band ausgestiegen. Sein Ersatz? Der Ex-Motorhead-Drummer Mickey D. Im Kino feierte der Film von Regisseurin Katja von Garnier bereits Premiere. Jetzt kommt Forever and a Day als Zweiteiler auch ins Fernsehen.